Sie haben Nils Högel bei Ihrer gemeinsamen Arbeit im Rettungsdienst kennengelernt. Okay. Wie war er? Der war ein netter, lustiger junger Mann. Ich habe damals Zivildienst gemacht. Ich habe nach dem Zivildienst, das war 1998, ich habe nach dem Zivildienst habe ich das als meine Leidenschaft entdeckt, als Rettungssanitäter tätig zu sein. Ich habe das ehrenamtlich weitergemacht. Irgendwann, ich schätze Ende 2002, 2003 kam er auch ebenfalls als Ehrenamtlicher da an die Rettungswache dazu. Das war so die Zeit, als er nach Delmenhorst gewechselt ist, von Oldenburg nach Delmenhorst. Und so hat man sich kennengelernt. Man ist sich bei Schichtübergaben begegnet, zusammen Dienste gemacht, man hat sich kennengelernt. Und, wie eng war die Freundschaft? Würden Sie es Freundschaft nennen? Schon, richtige, oder? Richtige Freundschaft. Es war so, er war ein richtig guter Kumpel. Mhm. Wir haben uns absichtlich... Männer unterscheiden da immer zwischen Kumpel und Freundschaft. Das tun Frauen gar nicht. Ja, ich will. Es gibt Freunde und es gibt Freunde. So, ja. Er war ein richtig guter Kumpel. Wir haben relativ schnell ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut. Wir haben absichtlich uns für gemeinsame Dienste eingetragen, waren dann auch mal Wochenende abends unterwegs oder in der Woche mal irgendwie im Bistro was trinken. Irgendwie. Also Sie kannten sich gut und Sie haben sowohl beruflich zusammengearbeitet gerne, als sich auch privat getroffen. Richtig. Jetzt passierte 2004 ein Autounfall, in den Sie geraten sind. Genau. Und an der Unfallstelle war dann aus Zufall Nils Högel als Rettungssanitäter eingeteilt. Was ist damals passiert? Ich kenne das nur aus Berichten und Protokollen. An den Unfall selber kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, ich bin zu Hause zur Haustür raus und dann weiß ich, dass ich im Krankenhaus die Augen wieder aufgemacht habe. Aber es war so, dass es unweit von meinem Wohnort entfernt bin ich frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Und das war genau in dem Einsatzgebiet, in dem ich damals auch tätig war, in der Gemeinde Gannakesee. Und an dem Tag also hatten natürlich andere Kollegen und unter anderem der Herr Högel Dienst. Das machen Sie so ein bisschen zur Abgrenzung jetzt, ne? Von Herrn Högel sprechen, oder? Früher war es doch bestimmt Nils, ne? Das fällt immer schwer. Also, ja, ich verstehe das. Ich würde gerne andere Ausdrücke benutzen, aber... Also Herr Högel hatte Dienst, als Sie eingeklemmt in diesem Auto. Ja, ich war ansprechbar im Auto. Ich habe auch noch mit den Kollegen geredet, mit dem Rettungspersonal, Polizei. Und laut Protokoll bin ich halt urplötzlich bewusstlos geworden, war intubationspflichtig, also beatmungspflichtig. Und der Högel hat mich halt quasi intubiert, mir den Beatmungsschlauch verpasst und mich dann beatmet. Er hat Sie vermeintlich gerettet, ne? Und Sie dachten damals auch, dass er möglicherweise Ihnen das Leben gerettet hat, auf jeden Fall Ihnen wieder geholfen hat, dass Sie atmen können, ne? Definitiv. Also natürlich war auch dem anderen beteiligten Rettungspersonal sehr dankbar. Das habe ich denen auch hoffentlich deutlich mitgeteilt. Aber er war halt derjenige, der sich so im Nachhinein betrachtet richtig angebiedert hat bei mir. Er hat mich im Krankenhaus besucht, er hat mich zu Hause besucht, als ich wieder zu Hause war. Er hat mich in der Reha-Klinik besucht und er hat dann auch immer darüber geredet, wie dramatisch die Situation war, dass er mich intubiert hat. Und dann hat er auch original gesagt, so ganz froh sein, dass wir da waren und nicht irgendwelche Amateure. Also er hat sich schon so als Retter dargestellt und ich hab's... Und hat sich auch feiern lassen so ein bisschen von Ihnen dafür, diese Dankbarkeit genossen? Ja, also mir ist jetzt nicht bewusst, dass ich jetzt, ich sag mal, vor Dankbarkeit auf die Knie gegangen bin bei ihm. Aber die Dankbarkeit war schon da. Also es ging mir schlecht, definitiv, eine lange Zeit nach dem Unfall. Und er war halt immer da. Natürlich, es waren auch andere da, aber er war halt der Experte, weil er war vor Ort. Er kennt das... Wir halten dann noch mal fest, dass Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnten, dass das kein Rettungsversuch von Nils Högel war, sondern ein Mordversuch, was da passiert ist. Gehen wir jetzt mal weiter in Ihrem Erleben. Also Sie denken, mein Kumpel Nils damals noch hat mich gerettet, hat mich intubiert, ich habe diesen Unfall überstanden. Ein Jahr später, 2005, ist Herr Högel, Nils Högel, dann im Krankenhaus auf frischer Tat ertappt worden. Haben wir vorhin im Film gesehen, wie er einem Patienten Medikament gespritzt hat, der dann kurz darauf verstorben ist. Da gab es dann auch
ja, letztlich dann Prozess, es gab eine Untersuchungshaft. Haben Sie da in irgendeiner Form Verdacht geschöpft? Überhaupt nicht. Also, also gegen ihn oder auch was Ihre eigene Situation mit dem Unfall angeht? Nicht ein Stück. Also da bin ich im Entferntesten nicht drauf gekommen. Ich habe das irgendwie am Rande verfolgt. Mir ging es damals selber körperlich noch nicht so gut. Ich hatte massive Einschränkungen durch den Unfall. Ich hatte auch seelische, psychische Probleme. Das war eine Zeit, wo es mir richtig schlecht ging. Und das war so, ja, so beiläufig. Ich habe mich oft mit ihm darüber unterhalten. Aber er war ja auch einer, der sehr redegewandt war und hat dann immer schnell wieder das Thema auf mich gelenkt. Und ich war froh, dass irgendjemand da war, der mir zugehört hat. Und damit hatte sich das Thema immer erledigt. Und ich habe eigentlich immer gedacht, so, naja, das wird sich irgendwie aufklären. Also das wird sich im Sande verlaufen oder da wird nichts mehr rüberkommen. Ich habe mich nie ernsthaft mit dem Gedanken beschäftigt, dass da irgendwas dran war. Dass er Ihnen hätte was antun können, nee, oder anderen. Nee. Sie haben ihn dann sogar bei sich aufgenommen, als er aus der Untersuchungshaft rauskam, weil er hatte dann Probleme mit seiner damaligen, ich weiß nicht, Partnerin, Frau, wusste nicht wohin. Sie haben gesagt, er kann ein paar Tage bei Ihnen wohnen, wollten auch was zurückgeben. Er hatte Ihnen damals geholfen. Wie haben Sie ihn erlebt in dieser Zeit? Hatten Sie das Gefühl, dass er da hadert, dass er das Gefühl hat, jetzt kommt raus, was ich alles an Taten hinter mich gebracht, was ich alles verübt habe, was ich Böses getan habe? Nee. Weil jetzt wurde ja ermittelt, ne? Nee, in der Zeit hat er eigentlich eher so die Opferrolle übernommen. Mhm. Das heißt, der hat gerne mal einen getrunken, hat viel rumgejammert, viel in seinem Selbstmitleid zerflossen. Und da kam also auch nichts so von ihm, so von wegen, ich habe mal Scheiße gebaut oder das war alles immer nur, er ist derjenige, der darunter zu leiden hat.